Ghetto Treppenhaus, Digga. Heute Interview im Treppenhaus. Einfach mal ein Real Life, Digga. Was geht, Digga? Ich sehe schon, er hat was von One Piece mitgebracht. Digga, sehr geil. Da hat er einfach zwei Sachen kombiniert hier. Der hat Whisky kombiniert. Dabei trinke ich gar nicht Whisky so viel, aber ist trotzdem geil. Kannst du das schön ausstellen oder ich kann's, so, ne? Ich kann es hier genau, hinstellen. Genau, genau dorthin. Tschüss, Digga. Auch so richtig fette Dinger, Digga, damit man richtig viel säuft. Ich kann den hier bringen. Das war so Placeholder für die. Oh, vielen Dank, Digga. Kein Problem. Dann gebe ich dir auch gleich dein Geschenk, Digga. Geil, Mann. Das ist sehr, sehr geil. Hat sich gelohnt, ne? Ja, Mann. Herzlichen Glückwunsch, danke Digga. Danke dir. Sehr geil. Danke, danke, danke. Ja, Mann. Wieder verkackt, Digga. Die müssen wir nochmal machen. Ja. Also. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Digga, alles klar. Danke dir. Gerne, geil. Gerne. Auch Qualität, super, ne? Sehr stabil. Ja, Mann. Weil der wird dann ausgestellt im Office. Alright, mein guter Janis. Dann. Moin. Zeig mal, was du hier hast. Wir haben hier einmal Februar, Mitte Februar bis Mitte März mit 114.000 Franken. Ist ja ähnlich zu Euro, ne? Fast, ja, fast. Fast gleich, ja. Ne? 19.000 Gewinn in einem Monat. Und zeig mal, dieses Jahr mit dem Shop. Auch stabil, sehr konstant. 290.000 Umsatz, 54.000 Gewinn. Wie fühlt sich's an, Digga? Geil. Geil. Also, kann ich nichts anderes sagen. So. Ja, sehr geil. Du hast auch vor kurzem deinen Job gekündigt, relativ frisch. Ja, eine Woche. Vor einer Woche? Genau. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ich bin aus der Schweiz, bin 21. Hab ganz normal die Kaufmannlehre gemacht, also in der Schweiz, 3-Jahres-Lehre. Und dann seit dann war ich in der Buchhaltung. Mhm. Und jo, seit also einfach im Büro und dann. Genau so. Wie lange warst du da? Fast 2 Jahre. Fast 2 Jahre. Und warst du da schon so irgendwie unzufrieden oder war das noch nee, okay? So also, ein Arbeitsleben, also, Geld verdient? Ich glaube, so in der Schweiz ist das Leben generell so ein bisschen comfortable, kann man sagen. Mhm, aber hab schon immer gewusst, ich will mehr aus dem Leben. Ne? Meinst du monetär comfortable oder? Ich glaube generell einfach, ja. Das Leben ist eher entspannt, sicher. Mhm. Ne? Also ich würde das erstmal sagen, dass eben mein Bürojob war richtig geil. So die Leute, coole Leute. Ich habe, also für mich persönlich, ich weiß ja, dass viele über das 9-to-5 haten oder so. Mhm. Aber für mich war es eher persönlich so, ich brauchte das, weil ich habe so viel über das gelernt, meine Schwächen, meine auch Stärken. Das Arbeiten kennengelernt. Genau, und so eben, so, du hast eventuell einen Chef und du sagst mal, also du machst, was er sagt, ne? Und eben, ich habe so viel gelernt und ich hatte halt coole Leute im Office und nie etwas, so, wo ich sagen würde, wow, nee, nicht geil und so. Mhm. Aber natürlich jetzt, wenn du halt auf eigener Faust, glaube, sagt man das auf Deutsch, ja. Das machst, ist halt schon geil, weil du bist halt, die Selbstverortung ist hundertprozentig. Aber wo kam der Switch? Du warst dann im Büro und hast gesagt, okay, 9-to-5 also, ist eigentlich geil, du warst komfortabel. Wo war der also, Switch? Also es war comfortable, aber ich war schon mit 17, 16 mit Schuhen unterwegs. Also ich habe da immer so nice also Sneaker-Reselling. Genau. Ja, okay, geil. Und dann habe ich... Digga, ich habe für meine Yeezys, die kosten ja normalerweise 200, so diese ja, weißen, ja, ne? Ja, so komplett weiß. Für, ja, 500 € bezahlt, Digga. Abzocke. Richtig abzocke. Ja, und eben, wie du weißt, ist jetzt alles zusammengebrochen. Und dann eben habe ich da mit einem gewissen Kollege, den kennst du ja auch, haben wir dann geschaut, jo, was machen wir als nächstes, weil eben Schuhe haben sich einfach nicht rendiert. Ja. Und dann sind wir eben auf E-Commerce gestoßen. Ja, Dropshipping einfach. Und dann habt ihr irgendwann mich entdeckt auch. Und dann genau, also ich glaube, du hast mir in Portugal mich, wen hast du mich angerufen? In Portugal war ich da vor Juli 22, glaube ich. Kann sein. Und da war, und ich, ja, genau da hat es angefangen. Ja, genau. Geil. Was waren für dich so die Gründe, warum du gestartet bist mit Dropshipping? Was sind so deine Träume, deine Ziele? Und boah, also wie ich schon gesagt, ich wollte einfach mehr aus dem Leben. So nicht mehr, ich wollte, also ich habe schon immer ein bisschen gewusst, ich will halt selbstständig werden. So, das war schon von früh an. Ne? Mhm, und ja, dann hatte ich, also solche Painpoints, wie man so sagen kann, ist so, zum Beispiel nicht essen gehe. Ja. Dann ist halt so muss normal, muss man auf Budget achten, einmal pro Monat eventuell. Mhm, der Kollege hat kein Geld, dann geht's gar nicht oder... Aber in der Schweiz verdient man doch besser, aber dann ist auch alles wieder teurer, ne? Ich glaube, Leute missverstehen das. So, ja, man verdient mehr, aber Mieten oder Essen oder alles andere ist auch genauso teuer. Ne? Ja, okay, dann also schlussendlich bist du genau gleichgestellt, außer natürlich, wenn du ins Ausland gehst, dann ist es ja ein bisschen anders. Ja, aber nee, also ich glaube, so ein falsches Bild, wo viele Leute haben. Also du wolltest einfach mehr, ein bisschen mehr Luxus, ein bisschen mehr Freiheit. Oder zum Beispiel so eben, so Painpoints wie Essen gehen, Sachen machen. Urlaub. Wie ich jetzt das gemacht habe, wo ich jetzt in diesem Hostel übernachte, weil ich einfach so dieses halt immer noch dieses Mindset habe, wo ja gut ist, dass ich so sparsam umgehen soll. Ja, ja. Aber eben, ich bin jetzt da in so einem Capsule oder wie man dem sagt, so, nee,
Ne? Ja. So schöne Aufsicht. Das ist der typische so, Schweizer, der gut mit seinem Geld einfach hantiert, genau, damit er sein Geld vermehrt. Genau, das hat man halt, das haben wir drauf. Ne? Ja, ja, von uns ja. lernen alle. Nee, man muss nur halt die Balance finden, sage ich immer gerne, dass ja, du nicht zu sparsam wirst, weil irgendwo belohnst du dich auch wieder. Da hast du dir ja gesagt, gestern diese Jacke gegönnt. Sieht auch fresh aus, meint der Kameramann schon auch schon. Ne? Nee, ab und zu muss man sich da auch gönnen, weil sonst weißt du halt auch am Ende nicht, wofür du es tust. Weil am Ende hast du ja aus einem gewissen Grund ein Business gestartet, ein Geschäft gestartet, um zu sagen, ich will mehr aus Leben machen. Schlaflose Nächte, all das, oder? Genau. Und also die Painpoints, so wenn ich das jetzt wieder mal zusammenfassen soll, so ein Essen, Ferien machen, nicht gerade eben ein Hostel gehen, wie ich das jetzt gemacht habe. Und generell so, ich glaube auch so die Familie oder Kollegen verwöhnen, das ist auch halt geil. Ne? Wenn du deine Mutter mal einladen kannst und sagen kannst, so, ey, bestell dir einfach alles, was du willst. Ich meine, das ist schon, also ich glaube, das ist das geilste Gefühl, was man haben kann. Ja, sehr, sehr geil. Welche Erwartungen hattest du, bevor du mit Dropshipping gestartet hattest? So auch finanziell und wie schnell man Ergebnisse Also ich glaube, so. Oder wann bist du überhaupt gestartet? 2022 Mitte, ne? Mitte, aber wie du weißt, habe ich lange gesagt. Ja, das ist lange nicht, ich glaub, nicht so viel gemacht. Das ist nicht so ernst genommen am Anfang, die ersten Monate. Ja, genau. Ich kann dir mehr darüber nachher erzählen, aber... Ja. Sorry, was war wieder die Frage? Was hattest du für Erwartungen? Also so, du bist Mitte 2022 gestartet, wir haben jetzt auch knapp Mitte 2024, also 2 Jahre her. Ich sag mal, ein halbes Jahr hast du rumgedümpelt wahrscheinlich oder ein Dreivierteljahr. Sogar mehr, ja. Mehr, ne? Mitte 2023 hast du dann erst ernst genommen, also da war der richtige Start. Und dann ging es relativ, relativ fix. Aber was hattest du vorher für Erwartungen? Du hast ja Sneaker-Reselling gemacht, lohnt sich nicht, alles klar. Und dann Mitte 2022 gestartet. Und da hat man ja Erwartungen an Dropshipping. Okay, ich werde schnell reich oder whatever, schnell erfolgreich. Was waren da für Erwartungen und welche hast du heute, welche Erwartungen? Wie hat sich das verändert? Der Janis von Anfang 2022, der Janis zu jetzt 2024, der etwas gereifter ist sozusagen. Also ich glaube, man sieht halt so immer diese flashy Sachen, ne? So shiny Objects und so. Man denkt halt so, jo, du launchst ein Produkt und dann 2 Tage später fährst du im Lambo. Ne? Das ist so, glaube ich, das Mindset, das viele haben. Und dann, also es gibt ja diesen Graphen, ne? Du kennst Valley of Despair und so. Und eben, also am Anfang dachte ich mir so, okay, geil, so in 6 Monaten kann ich das machen, dann so und so rum. Und ja, dann ist die Realität eingeschlagen und dann... Erklär doch mal diesen Valley of Despair für die Leute, die das nicht kennen. Also ich kann es auch nicht genau erklären, vor allem auf Deutsch nicht allzu gut, aber du denkst, das ist einfach, dann gehst du so runter, dann bist du so, scheiße, das ist schwierig und da geben halt die meisten auf. Ja, ja. Und dann gehst du wieder hoch und denkst du, okay, du hast Umsatz gemacht, dir geht's gut oder du checkst viel. Und dann geht's wieder runter und dann bist du so, scheiße, ich habe noch keine Ahnung. Genau. Es ist immer wieder dieses sich ground noch irgendwo, sich erden, zu wissen, okay, ich kann noch mega viel lernen, selbst wenn ich schon mal 100.000 im Monat gemacht habe und so weiter. Mhm. Weil jetzt ist der Struggle, das auch zu halten, weil das kriegen auch die wenigsten hin, ne? Auf jeden Fall. Was hast du jetzt so für Erwartungen? Was weißt du jetzt so ein bisschen mehr, wo du sagst, okay, damals war ich noch ein bisschen naiv, wo ich das angefangen habe oder die ersten Monate dabei war. Was weißt du jetzt sozusagen besser? Wie bist du da weiser geworden für dich, dass du weißt einfach, okay, alles auf einem guten Wege? Zum Beispiel, du sagst ja, das ist ein vollwertiges Geschäft. Und man hört das, aber man nimmt es nicht richtig wahr. Ne? So, man hört viele Sachen im Alltag, nimmt es nicht auf. Ja. Und jetzt ist so, ey, du musst hustlen, so, du musst arbeiten, konstant, mehr geben, schlaflose Nächte, was auch immer. Also wirklich dieses Ernst nehmen, sicher. Ich kann noch mehr darüber erzählen, aber zum Beispiel bei mir war der Fokus nicht da. Und ja, dass man einfach halt der weiß... Der Fokus war 2022 nicht da. Nee, also und dann 23, erst Mitte 23 war mehr da. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich halt über den Kollegen, wo er auch mitgemacht hat, gesehen habe, dass es möglich ist. Und der hat mich halt extrem motiviert, weiterzumachen. Das war auch ein wichtiger Punkt für dich, ne? Ich würde schon sagen, weil er ist ein sehr guter Kollege, macht das Gleiche wie du und macht mehr. Ja. So ist es möglich, weil der ist ja dein Kollege. Hat dich motiviert. Dann, genau, genau. Und dann, also ich glaube schon so bei diesem Stadium, wo ich hier war, mit dem Value Despair hier, als ich dachte so, ach scheiße, funktioniert das wirklich? Und dann hat er eben umgesetzt und ich war so, oh krass, es funktioniert. Und dann eben, dann habe ich einfach weitergemacht. Ne? Ja. Genau. Nice. Aber so, das, also für die Leute da draußen, so ist es ein vollwertiges Geschäft. Es ist nicht Samstag, Freitag oder Sonntag chillst du einfach, also am Wochenende, nee, du arbeitest dann. Ja, 100%. Du bist dein eigener Chef. Ne? 100%. Genau. Was geil ist, du hast es dir ja auch neben dem Vollzeitjob aufgebaut und dann dadurch deinen Vollzeitjob gekündigt. Das heißt, es geht ja auch nebenbei. Es ist ja nicht so, dass du 50, 60 Stunden die Woche reinstecken musst, neben deinem Vollzeitjob, was eh kaum einer hinkriegt. So, ne? Also kannst du es schon mit 20, 30, 40 Stunden neben dem Job aufbauen, desto mehr, desto besser natürlich. Ne?
Also es dauert dann halt einfach länger, ne? Ja, genau. Also ich habe pro Tag, also wo ich dann wirklich gehustelt habe sozusagen, habe ich ja wirklich pro Tag 4 Stunden bis um 12 oder 1 Uhr und dann war ich halt immer kaputt. Ich war unterschlafen oder einfach perma so unterschlafen, perma unterschlafen krass, so. Krass. Und dann, also jetzt bin ich so, okay, das Einzige, was ich jetzt will, sind 8 Stunden Schlaf. Ja. Das gönne ich mir halt erst so voll. Ne? So, Bedürfnisse eines Menschen, das gönne ich mir. Nee, ist gut. Genau. Also gehört einfach irgendwo mit dazu. Ja, klar. Aber wir haben auch Teilnehmererfolge tatsächlich, wo diese schlaflosen Nächte gar nicht so doll sein müssen sozusagen. Nee. Also heißt, dass du dann quasi den Vollzeitjob ein bisschen runterschraubst, dass du nicht sagst, ich mache da 40, 50 Stunden die Woche beim Vollzeitjob, sondern nur noch 20 Stunden. Ja, ne? Klar. Hattest du nur deinen Vollzeitjob und Dropshipping? Nebenan hatte ich noch eine Weiterbildung. Ja, da haben wir den Fehler. Also das heißt, du hast wie viele Stunden in der Weiterbildung die Woche noch immer gemacht? Ich hatte die letzten Dienstags 6 Monate immer die Weiterbildung gemacht. Ja. Also das war ein voller Tag und dann eine restliche Woche einfach arbeiten. Ja, natürlich. Dann ist es natürlich, dann ist halt wirklich so ein Zeit. Dann habe ich halt so wirklich so einen Vollzeitjob sozusagen, also mit der Zeit, genau. Aber eben, da musst du einfach durch. Und so, einfach durch, ja. Und das ging mir genauso als so, also das Mindset von, boah, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett, so, das hängt dich, also desto weiter du dieses Mindset hast, desto weiter, also desto länger brauchst du, ne? Ja. Und das hat dich abgefuckt. Also dich auch angetrieben irgendwo. Das heißt, ja, ich will also nicht, dass es mehr länger dauert. Nee, und das, also eben, es ging ja nicht relativ schnell jetzt, aber so, ich würde sagen, wenn ich da wirklich da mehr Mühe gegeben habe, ist es ja relativ dann aus dem, nicht nix, aber es sind schneller gegangen. Ne? Ja, 100 Pro. Ja, also es ist jetzt nicht die mega schnelle Case Study, sage ich mal, aber es ist auch nicht langsam. Also es ist relativ normal, sage ich mal. Ne? Ja. Für das, was du reingesteckt hast, hast du dementsprechend auch die Results gesehen. Gut. Genau. Es gibt so ein geiles Zitat, was ich letztens im Podcast gehört habe. Die meisten Leute regen sich auf an den Ergebnissen, die sie nicht haben, haben aber auch nicht die Arbeit dafür reingesteckt, sozusagen. So weißt du? Also du kannst dich dann auch nicht darüber aufregen. Deswegen, ja, auf jeden Fall verdient. Sehr, sehr geil. Danke. Und ja, Mann, wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen rumcruisen. Safe. Mit der Karre, dass du das auch einmal siehst, was das so ist. Ja. Und Batmobil. Dann Batmobil und dann essen wir gleich noch was Schönes. Und dann fragen wir den guten Janis nochmal aus, wie er sein Produkt gefunden hat, ne? Alles aufgebaut hat, marketingtechnisch. Also bis gleich. Safe. Ja. Morgen treffen wir uns ja noch mit den anderen Jungs, ne? Yes. Ist auch geil, dass du gefragt hast, weil sonst bisher hat keiner gefragt, was das angeht. Einmal ist es dieser Robert vom Decknamen her. Ja, klar. Der hat letztes Jahr auch ein paar Mios gemacht. Dann der Diego, mit dem habe ich vor kurzem ein Interview gemacht. Ah, geil. Cool. Lifetime. Ich glaube, ähnlich zu dir, ein bisschen weniger vielleicht. Ja. Das ist auch ein sehr cooler Junge. Also wird eine coole Dynamik. Aber so 100 monatlich, also jetzt muss ich ehrlich gesagt machen, wenn du einfach machst. Und natürlich, ich glaube auch. 100 monatlich ist Basics umsetzen. Ist Basics, ne? Ist Basics umsetzen. Und dann nicht beharrlich sein. Und dann fängst du auch einfach an, Spaß zu machen, wenn du mal eine Mio im Jahr machst. So. Dann fängst du an, so, okay, du bist Fulltime-Dropshipper. Ja, klar. Du kannst ein bisschen Luxus gönnen. Also richtig Spaß machst du halt ab 3 bis 5 Mio im Jahr. So, ja, ne? Klar. Und dann hast du dann wirklich ein Unternehmen, richtig. Ja. Da brauchst du auch so ein paar Mitarbeiter, Mitarbeitermanagement. Ja. Das ist alles so Step by Step dann so Upgrade, ne? Vom Charakter her, so von den Jungs von Mio machen. Mhm. Was würdest du sagen jetzt von mir oder was denkst du ist der Unterschied in dem Charakter her? Mhm. Gute Frage. Also erstmal sind es 3 Leute, die permanent nonstop nichts anderes machen, als ins Business also reinzustecken. Also haben sie nicht viel sonst so... Nicht viel sonst privat, was sie irgendwie ablenkt. Also die haben nur, in Anführungszeichen, das. Jetzt sieht es anders aus, jetzt machen die auch mehr Reisen und so, klar. Mhm. Aber so bis auf eine Mio hoch, erstmal im Monat. Weil du musst ja immer gucken, was haben die gebraucht von 0 auf eine Mio im Monat hoch. Oder auf 8-stellig im Jahr hoch. Mhm. Da war pur Hustle und Grind, pur. Immer wieder One Things, immer besser werden. Omnichannel und so weiter. Also die ganzen Strategien ordentlich umsetzen. Ne? Mhm. Also alles, was ich quasi mitgebe. Und ab einem gewissen Punkt haben die alles von mir mitbekommen und dann konnten die alleine gehen, Digga. Und dann waren die unabhängig und haben sich dann mit dem Wissen von 200-300k bis dahin habe ich die noch betreut im Monat. Dann irgendwann höre ich, Digga, die machen eine Mio-Mode. Ich denke, Alter, what the fuck. Ja. Ihr habt nicht viel mehr gemacht, als das, was ich euch erzählt habe. Mehrere Länder, Omnichannel. Ich habe denen den Arsch getreten, alles. Und auch denen die One Things gegeben, dass sie das überhaupt auch diese Basis dafür haben, weil die meinten selber auch, hätten wir die Basis nicht, hätten wir viel länger gebraucht. Mhm. Wir hätten es wahrscheinlich irgendwann auch geschafft, aber einfach viel, viel länger so. Ne? Und dann weißt du nicht, ob andere Marktteilnehmer sich das dann schon geholt hätten und so weiter.
ein anderer, der Manuel, auch einer, der hat auch so, ich glaube mal, der hat jetzt eine Mio geknackt, genau heute witzigerweise, aber Lifetime, auch so 10 Monate und da hat er aber auch in einem Monat mal so 400-500k auch mit diesen, in Anführungszeichen, ja, Wissen von mir damals und jetzt ist er auch länger halt allein unterwegs. Dann andere zwei Jungs, die auch letztes Jahr 8-stellig gegangen sind, die habe ich auch, wie gesagt, bis, ich glaube, 150, 200k irgendwie im Monat betreut. Mhm. Und danach haben die konstant das umgesetzt, was ich denen gesagt habe. Weil das ist halt der springende Punkt, ne? Ich glaube oftmals, wenn du Produkt stehlst, du hast halt so, auch wenn ich sehr Angst habe, dass Leute mein Produkt zu klauen, ne? Ich glaube, so die Vision dahinter. Diese Angst musst du wegbekommen, weil du musst auf deine Skills einfach vertrauen. Ja. Du hast einmal in einem beiläufigen Satz per Audio gesagt, ey, da steckt mein Leben drin, das ist mein Leben. Nein, dein Skill ist dein Leben. So, und das wird immer mehr. Das heißt, das Produkt ist scheißegal, welches es ist. Ob es am Ende eine Klatsche ist, ein ist oder sonst irgendwas. Am Ende ist es dein Skill, weil mit deinem Skill wirst du immer wieder andere Produkte auch profitabel bekommen. Ob du damit jetzt Multimillionär wirst oder mit einem anderen, you never know, so. Gott wird schon wissen, so ungefähr. Mhm. Aber du wirst natürlich dein Bestes draus machen, so, und dann wird das auch so, ne? Willst du Kaffee trinken, Bro? Hatte gerade einen. Wir wären zu dritt. Können wir hier rein? Da waren wir letztens auch, das wäre super. Hotpot, ja, gerne. Wir werden auch viel bestellen. Hungrige Männer hier. Aber das ist echt so ein Klassiker, ne? Mit diesen ungewöhnlichen Aktivitäten, dass die deinen Cash blocken. Das ist auch bei PayPal so. Ja. Also, wenn du auf einmal drastisch skalierst, auf einmal sagen die ungewöhnliche Aktivitäten, wir müssen jetzt erstmal prüfen, weil du halt auf einmal 10, 20, 30k in ganz kurzer Zeit gemacht hast. Ja. Hast du was Leichtes, wie was dann trotzdem ein bisschen dicker ist oder so? Scheiß drauf. Ach, nice. Okay, Mr. Janis, wie hast du dein Produkt gefunden? Erzähl es den Leuten. Lustigerweise über AliExpress. Mhm. Genau, bist du da vorgegangen? Ich bin da einfach vorgegangen im Sinne von einfach gescrollt. Ne? Also ich habe da nichts Spezifisches gesucht, sondern eher so der Algorithmus hat mir das ausgespielt und dachte mir, jo, geil, teste ich mal aus. Und dann hast du dir gedacht, ich habe da eine Zielgruppe. Das war Geschichte. The rest is history. Sonst nichts gemacht, nur skaliert. Du hast ja wahrscheinlich auch eine Zielgruppe dafür ausgedacht und dachtest, okay, dafür ist es geil. Mhm. Was hast du noch dabei gedacht? Hast du nicht gedacht, okay, vielleicht kommt es nicht so gut an oder vielleicht ist es gesättigt oder war das nicht so bei dir der Fall? Also, hast du es auch in die Produktsuchliste einfach durchgeschickt? Nee, und gesagt, das habe ich, glaube ich, direkt einfach mal so durchgeschickt, genau, weil ich dachte, so, das muss ich schnell auf den Markt bringen. Okay, so. Nee, es war eher so, dass ich mir etwas darunter vorstellen konnte, ein Problem natürlich erkannt habe, wie ihr es auch natürlich zeigt. Ja. Und dann hat das alles gepasst und dann getestet und war profitabel. Und dann hast du gleich mit eigenen Credits gestartet oder erstmal mit Recycling? Also lustigerweise habe ich mit recycelten Content angefangen und dann habe ich außerdem mal realisiert, es war jemand in der EU, wo das gemacht hat. Ich war so, oh nee. Ja. Dann habe ich das schnell mit eigenen Creator zusammen gemacht. Also und die eigenen Creators haben dann auch gut performt. Genau, also sie viel besser als recycelten Content, wie es halt so ist, weil der Algorithmus natürlich spielt natürlich immer das aus, was neu ist. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sage ich ja auch immer, neuer Content ist immer viel besser, ist frischer Wind. Social Media liebt einfach neuen Content, davon leben die natürlich auch am Ende des Tages. Und wie hast du deinen Store aufgebaut? War das ein klassischer General Store, One Product Store, Nischen Store? Mhm. Wie bist du da vorgegangen? Also wie ihr es eigentlich immer zeigt, General Store. Mhm. Und dann, wenn etwas läuft, dann kann man das eventuell ändern auf, dass es so aussieht wie ein One Product Store. Okay. Aber man könnte jetzt immer noch im Nachhinein etwas hinten testen. Ne? Deswegen dachte ich immer mit euren Strategien. Ja, auf jeden Fall. Also heißt, du hast einfach einen clean General Store gemacht und da dann gesagt, okay, wenn es besser läuft, mache ich daraus quasi Nischen oder One Product Store. Genau so ist es. Okay, nice. Okay, und wie viele Produkte hast du vorher getestet, bevor du jetzt das Produkt hattest, was bei dir dann gut anlief mit dem Marketing? Genau. Boah, das waren eigentlich recht viele. Ich habe ja da euch sehr oft Sachen durchgeschickt, Launches gemacht. Ich glaube, das war ungefähr mein 50. Launch. Also, 50. Ja, so richtig. Aber dann hast du dir bei allen anderen nicht so viel Mühe gegeben, ne? Das sicher. Das war sicher auch ein Bestandteil, wo du halt so diese Selbstverantwortung übernimmst, wo du zum Beispiel einfach nicht umsetzt, wie du sagst, nicht stumpf umsetzen, sondern diese Balance findest zwischen Qualität
Und so Speed of Implementation, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Qualität und Speed of Implementation. Du hast halt stumpf umgesetzt und dadurch hast du halt so dieses beharrliche Umsetzen gelernt. Aber du hast noch nicht gelernt, eine richtig geile Lernkurve hinzulegen, bessere Creators, eine gute Zielgruppe auszuwählen, alles. Und das Aber es war auch geil am Anfang, dass ich halt das machte, weil das hat so den Skill von Beharrlichsein aufgebaut, genau. Wo ich glaube, jeder braucht. Ne? 100 Pro. Und ich weiß, bei manchen testen 20 oder 3 Produkte. Und ich glaube, ich bin dankbar, irgendwie komischerweise bin ich dankbar dafür, dass ich es erstmal einfach umgesetzt habe und einfach Tag für Tag weiter gemacht habe. Mhm. Bis eben dann, wo du mir mal sagtest, so ey, jetzt musst du mal analytisch denken, schau mal die Ads an. Strategischer auch. Genau, anstatt einfach umzusetzen. Ne? Aber du warst ja wahrscheinlich nicht immer permanent motiviert, ne? Das ist ja bei den wenigsten, weil die meisten sehen das und denken sich, Alter, geil. Supermenschen oder so. Ja, nee, Supermenschen. Ist nicht so. Jeder ist einfach demotiviert. Wie hast du da den Fokus behalten, zu sagen, okay, ich bleib motiviert, was hast du da gemacht? Also bei mir war es ja anfangs so, dass ich ja nicht umgesetzt habe, ne? Ja. Sehr so inkonstant war. Ja. Und dann eben, bis du mir mal gesagt hast, ey, jetzt mach mal so richtig und setze um. Dann habe ich mir halt ich habe realisiert, dass halt mein Fokus nicht das Beste war, ne? Also, dass mein Fokus nicht das Beste war. Wie hast du das realisiert? Und dann habe ich halt sehr also, wie hast du das realisiert, dass dein Fokus nicht gut war? Also, woran hast du es gemerkt? Also, einfach so, ich bin am Arbeiten, so, ich arbeite, sagen wir mal, 4 Stunden und dann fragst du dich, ich glaube, jeder kennt das, was habe ich jetzt in den 4 Stunden gemacht? Ja. Dann habe ich analysiert, Digga, du hast E-Mails gemacht, du hast das, bisschen das, anstatt die eine Sache. Ja. Und wie du auch beibringst, ne, das One Thing umzusetzen. Und da habe ich mich halt mit Büchern, also so Deep Work von Cal Newport zum Beispiel, das gelesen, dann halt so mega viel Podcasts über Fokus oder Distractions reingezogen. Also du hast dir genau deine Schwachstelle genommen? Genau. Und du also hast wirklich gesagt, okay, da Awareness das ist, auch, eine, das ist eine wichtige Baustelle und bist da dann tiefer rein und hast gesagt, okay, Ego weg, ich muss hier was lernen, ich muss hier besser werden und dann bist du da tiefer reingegangen. Genau, also dann habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, auch so Planung gemacht. Ich finde, wenn man einfach, eventuell für die Zuschauer auch, wenn die halt so einfach stumpf umsetzen und nicht wissen, an was sie arbeiten sollen, dann arbeitest du an nichts. Ja. Du setzt dir, wie du auch sagst, genau Ziele. Heute mache ich das und jetzt ja halt so. Ne? Ja. Und so kommst du weiter und du realisierst halt, du analysierst halt so ein bisschen dein ganzes Leben. Also die meisten Dropshipper sind eher Jungs. Ne? Wir haben das ja vorher angesprochen, ob das jetzt mit Relationships ist, ob das viel Zeit nimmt oder zocken oder eben Party machen. Ja. Du schaust an, genau was am meisten Zeit nimmt und eliminierst es einfach so, wie es geht. Ne? Ja, für eine kurze Zeit. Es ist ja auch nicht für immer. Nee, manche Leute denken, man muss das für immer machen, das ist eine Phase. Und dann kannst du halt wieder auch mega viel Zeit in die drei Dinge reinstecken, wo du mega Bock drauf hast. Ja, genau. Ne? Genau. Ist ja auch nicht so, dass du gar nicht mehr lebst. Ne? Ja. Ist halt einfach nur eine Prioritätenverteilung, so, ne? Eine gewisse Zeit. Also so habe ich bis jetzt gemacht. Ich habe wirklich jetzt 6 Monate wirklich umgesetzt. Hatte wirklich nicht viel Freizeit. Ich hatte sogar Probleme, wie ich schon vorhin mit euch besprochen habe, dass ich nicht wusste, wie chillen. Also eben, ich war unterwegs mit Kollegen oder habe etwas Cooles gemacht. Im Hinterkopf war immer noch der Gedanke, du machst zu wenig. Ja, aber es ist witzig, diese Transition von vorher, Mitte 2022 hatten wir ja vorhin festgehalten, dann bis Mitte 2023 hast du dir nicht so Mühe gegeben. Das heißt, du warst da eher auf den Chill-Modus, konntest einfach loslassen, einfach chillen, nicht Gas geben. Das heißt, du hast richtig dann die extreme Gas gegeben, ab Mitte 2023. Und jetzt bist du auf dem Modus, scheiße, ich kann nicht mehr runterkommen, sozusagen. Ja, und jetzt ist es die gesunde Balance, die du halt rein installieren darfst. Ne? Fast, also eben, es ist immer noch nicht gut. Also die darfst du rein installieren, das muss noch dahin. Und ich glaube, es ist so ein Skill, so ein lebenslanger Skill. Ich nehme an, du kannst da unterschreiben. Ne? Du lernst immer weiter, wie du, du musst dich auch besser selber kennenlernen. Ja, so. Ja, es ist, ich sage immer wieder, es ist so eine Reise zu sich selbst, das ganze Leben so einfach, weil du veränderst dich, wie du jetzt auch merkst, kannst weniger abschalten, aber dafür hast du viel mehr Erfolg auch einfach. Du hast deinen Vollzeitjob gekündigt, du hast die ersten kleinen Meilensteine erreicht sozusagen und jetzt geht's weiter so. Ne? Und dann hast du jetzt den Luxus, dir erarbeitet, neue Probleme haben zu dürfen. Ja, das neue ist Problem, cool, ist ein cooles Problem wie, zu haben. Genau, das ist ein cooles Problem zu haben, wie kann ich abschalten ne? Und Business läuft. So, und das erträumen sich viele so, ne? Ja, klar. Aber es ist trotzdem, es ist wie P. Diddy sagt, so more money, more problems. Ja, so, du hast trotzdem immer noch Hürden, ist nicht alles super einfach. Mhm. Aber ja. Und es ist auch wichtig zu sagen, es ist nicht über Nacht, ne? Ja. So wie halt viele sich das denken, so du bist am Arbeiten, dann morgen fährst du irgendeine coole Karre. Nee, so du steckst mal ganz viel Arbeit rein und eventuell kommt das, aber nicht andersrum, ne? Ja, genau. Und dann ist, dieses eventuell ist sehr wichtig, weil dann gibt es die Leute, die 2-3 Jahre zwar durchziehen, aber zu stumpf durchziehen.
wenn die dann wenigstens noch mal mehr strategisch waren, genau wie du gerade das doch gesagt hattest, reflektierst, besser wirst. Guck mal, 50 Launches, davon waren wahrscheinlich 40 richtig Trash und 10 waren einigermaßen okay, sage ich mal, wenn ich das jetzt bei dir einschätzen würde. Und danach hast du schlagartig gesagt, okay, ich mach's jetzt viel besser. Ja. So, und das war dann auch wieder ein gravierender Unterschied. Und auch nicht schnell. Also es gibt, für mich war es so eine Balance zwischen Speed of Implementation, so schnellstmöglich auf dem Markt oder Creatives launchen, aber auch Qualität. Du kannst nicht einfach sagen, heute mache ich, keine Ahnung, 10 Creatives, sondern nee, heute machst du 2, aber dafür ganz geile Creatives, wo jeder sagen würde, boah, richtig geil, weil schlussendlich bringt dir das viel mehr in den Long Run. Kannst mit einer Ad 10.000 oder 100.000 machen. 100%. Und nicht einfach Anzahl von Ads und wie viel du gemacht hast. Also schau auf die Qualität. Ja. Immer zuerst. Ja. Und dann kannst du optimieren. So, genau. Du bist gut. Genau. Und dann schau. Wie kannst du die Quantität erhöhen, sozusagen? So, immer Qualität als allererste Stelle und dann Quantität erhöhen. Und Qualität heißt nicht, dass es 4K ist oder sonst was, sondern dass die Arbeit richtig geil wird einfach. Ne? Dass die Copies gut werden, Werbetext, solche Zielgruppe holst du ab und alles. Und das halt immer wieder mit Feedback. Wie hat dir das Feedback gefallen über die letzten 12 Monate, sage ich? Sehr geil. Also wirklich, wirklich jedes Problem, auch im Privatleben kann man zu euch kommen. Ihr sagt, so macht das oder das ist unsere Empfehlung. Oder also so im Privatleben, wir geben jetzt keine Beziehungstipps. Nee, oder? Das schon nicht. Das schon aber nicht. So, aber so ein bisschen so persönliche Probleme, eventuell Hürden, wo man hat, persönliche eben Fokus. Ja. Was kann ich machen, Mick? Ich habe Fokusprobleme, was auch immer. Oder Motivationsprobleme und so. Definitiv das auch. Und ich glaube, das ist eigentlich, Motivation ist auch eh so eine Sache, das kann nicht jeder. Es geht einfach und kommt. So Disziplin, das ist der Muskel, den du jeden Tag verbesserst. Und Wie hat dir das Feedback im Kernbezug auf Marketing gefallen? Auch also, auf die Produktsuche? Also auf durch Creators euch habe ich alles gelernt. Also wie schon gesagt, wie ich bei euch auf den Podcast gestoßen bin und dann zu dir gekommen bin direkt. Also ich hatte nicht Vorerfahrungen mit dem E-Commerce-Geschäft. So. Und durch euch habe ich einfach alles, das Marketing, Copies, Creatives, das ganze Game gelernt. Und ich bin jetzt immer noch am Anfang. So. Ja. Klar, natürlich sieht man natürlich jetzt die Zahlen, was auch immer. Aber das ist genau die richtige. Ich fühle mich immer noch wie ein Anfänger. Bin ich genau auch die noch, richtige Einstellung. Ist Perspektive, ne? So, es ist immer Perspektive. Erste Anfang. Ja, 100%. 100%. Guck mal, jetzt hast du deinen Vollzeitjob gekündigt. Genau jetzt hast du noch mehr Zeit, das da reinzustecken. Ja. Manche Leute werden jetzt lazy und denken, ich habe schon was erreicht. Nee. Aber wenn du sagst, es ist der Anfang, dann pusht du ja nochmal mehr rein. Ja, genau. Und dann weißt du auch, was möglich ist. Wenn du auch siehst, weil morgen treffen wir auch noch ein paar andere E-Commercer, auch erfolgreiche hier in Hamburg. Da treffen wir uns zu dritt, zu viert. Können wir vielleicht nochmal Bilder einblenden, wenn wir morgen welche machen, hier in dem Video. Und da siehst du auch so, dass es so ab einer Mio im Jahr halt richtig Spaß macht, weil dann wirst du so ein Vollzeit-Online-Unternehmen. Und dann weißt du, okay, ich könnte jetzt auch reisen, meine Prozesse kannst stehen. Kannst du die Lampe holen. Könntest du machen, ich würde den erstmal vielleicht mal mieten ein paar Tage, so, bevor du gleich einkaufst. Aber wenn du mal so eine Mio machst, einfach einen Umsatz im Jahr, mit einer Rendite in der Regel 20-30%, ne? Dann bist du schon mal ein guter Vollzeit-Online-Unternehmer, wenn du gute Prozesse hast und das auch alles für dich bleibt, ne, die Gewinne. Und dann fängt das Ding richtig an, Spaß zu machen, sozusagen. Weil dann weißt du, wie es funktioniert, was funktioniert und warum es funktioniert. Mhm. Weil sonst ist es noch so ein Ausprobieren und so weiter. Also das ist genau die richtige Einstellung, wie du sagst, so Day Zero, also quasi. Und ich will einfach eventuell für die Leute da draußen sagen, so, wenn ihr an einem Punkt sind, wo ihr so im Zweifeln sind, ob es funktioniert, hatte ich auch, hast du mich auch vorhin gefragt, ist es wirklich so, es funktioniert. So, ich war genau der, wo gesagt hat, boah, es ist so schwierig und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sagen kann, jo, ne, es funktioniert. Und man muss einfach beharrlich dranbleiben, jeden Tag. Und nicht einfach sagen, ja, jetzt habe ich den ganzen Tag etwas gemacht, so, morgen ist ein neuer Tag. Ja. Und eben, du musst. Vor allem, es war nicht umsonst. Viele, das regt mich am meisten auf. Viele denken immer, oh, jetzt habe ich eine Woche investiert oder einen Monat, jetzt war es umsonst. Digga, was hast du alles gelernt? Ja. Wie kannst du es besser machen? Mhm. Und verlass dich nicht auf den Plan B. So, zieh das halt einfach durch, bis es läuft, wo du es haben willst. Mhm. Ne? Und es ist eben kein Teilzeit irgendetwas. So, am Anfang, klar, so habe ich es ja auch aufgebaut. Teilzeit, das hat einfach länger gedauert. Aber denk nicht mit 4-5 Stunden pro Tag, also
also jetzt ein anderes Level zu erreichen. Das klappt einfach nicht mehr. Also du kommst auf dieses Level mit deinen 4 Stunden nebenbei pro Tag, bist du ja auch hier hingekommen. Ja. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, auf eine Mio im Jahr willst und du kannst das ja jetzt Vollzeit betreiben mit diesem, was du nebenbei aufgebaut hast, aber um das Ganze jetzt nochmal auf eine Mio im Jahr zu pushen oder auch irgendwann auf eine Mio im Monat, was du auch vorhin im Auto angesprochen hast, wo die Kamera noch nicht lief, wie man da so hinkommt und was dafür nötig ist, da musst du andere Geschosse auffahren einfach. Ne? Und da musst du auch gewisse Prioritätenverteilung machen, die andere nicht bereit sind zu machen. Und deshalb kriegen sie diese Ergebnisse auch nicht. So, ne? Und die denken halt nur, das Business ist etwas so. Nein, Business ist sozusagen dein ganzes Leben. So im Sinne von, du musst die Person werden, wo 1 Million pro Jahr oder pro Monat machen kann. Es ist nicht einfach, oh, ich setze einfach um. No, du musst die Person werden. Du musst deine Art, alles ändern. Ne? Ja. Deine Gewohnheiten ändern, Habits. So, ne? Absolut. Und ich bin eben auch nicht nur schon nicht dort, aber ich weiß, ich muss ein anderer Mensch werden, also nicht anderer Mensch, aber ein paar Charakteren ändern. So. Ich kann, also wie du gesagt hast, es ist einfach pure harte Arbeit. Ne? Ja. Das heißt, ich muss dann eventuell sagen, okay, ich chille weniger oder muss halt ein bisschen zurückstecken bei ein paar Sachen, wie es halt immer so ist. Es ist ein Sacrifice. Ne? Ja, ja, 100%. Genau. Also mach dich auf jeden Fall für das Ziel nicht kaputt, das ist klar. Ne? Du musst auch irgendwann entspannen können, weil sonst wirst du halt auch physisch und mental krank, das ist klar. Aber klar, also zu viel Konsum von irgendwelchen Sachen, die dich nicht da dein Ziel näher bringen, ist klar. Das muss man dann erstmal zurückstecken. Ne? Mhm. Aber es lohnt sich, der Weg. Also, es lohnt sich definitiv. Ne? Bis jetzt siehst du ja. Und so hattest du irgendwelche, bevor du ins Coaching gekommen bist, irgendwelche Zweifel? Wie war das da bei dir? Klar, ich glaube, jeder hat heutzutage seine Zweifel vor allem an so Coaches. Ne? Mhm. Mich hat jetzt überzeugt bei dir, ist halt das Humble-Sein, so nicht das glänzige Shiny Object Dubai High Life, wo natürlich das gibt, aber das spricht mich mir jetzt persönlich nicht an. Und natürlich, wenn man startet, so hat man Zweifel, aber wenn man durch deine Kundenergebnisse oder sonstige Leute kennt im Game, denkt man so, man ist nichts zu machen und es ist möglich. Ne? Ja. Und ich bin wirklich, also für mich war es so, wenn man die Leute kennt, so, dann wo du siehst, eventuell in deinem Umfeld, wo das gemacht haben, wo jetzt bei mir der Fall war, habe ich gesehen, es ist möglich. Ne? Und der war auch bei dir im Coaching, oder ist. Ja. Und dann hat es halt schon motiviert. Ne? Und, ja. Okay, okay. Das heißt, die größten Zweifel sind schon weggegangen, weil du einfach gesehen hast, okay, ein Freund von dir, der war auch schon im Coaching, der hat auch schon gute Umsätze gemacht, das ist möglich generell. Und dann warst du so, ja, okay, dann wird es schon passen. Und eben durch den Podcast, der sehr viel Value hat und so viele Gems drin hat, war ich so, okay, der checkt wirklich, weil die meisten so, also die Gurus sozusagen, die verzielen viel von Motivation, aber was sind die Systeme, so Backend, wie macht man das, ne? Ja. Und du bist halt so Real Talk mäßig da reingegangen und das hat mich halt beeindruckt, ne? Ja. Einer, wo halt nicht immer nur Flex und nur Flex, Motivation. Ne? Weil das ist, weil eben so Leute denken halt, das ist jetzt Highlife und so, also ich bin noch nicht an dem Level, aber so, nee, es ist 99% Arbeit, 1% genießen, aber dann wahrscheinlich im höheren Niveau hast halt andere Bedürfnisse. Ne? Deswegen hast du dir hier auch noch kein High-Price-Hotel geholt, weil du halt der bescheidene Schweizer bist und sagst, ich gehe mit meinem Geld noch gut um und ich will Gas geben. Das ist aber schlau, wenn du dir zu viel gönnst, obwohl man noch nicht so viel erreicht hat. Es ist ja auch schon eine Gönnung, seinen Vollzeitjob zur Kündigung. Ja, also definitiv, ja, klar. Deswegen muss man auch nicht komplett durchdrehen, weil ich hatte die Tendenz, und das haben viele Dropshipper da draußen auch, die machen die ersten 100-200k irgendwie mal im Umsatz und gleich Dubai und da ist. Und dann haben die gar kein Geld mehr. So, ja, toll. Und wie führst du jetzt dein Business weiter? Konstant. Digga? Das ist das Konstant Wichtigste. Einfach. Und auch diszipliniert bleiben, auch was Geldumgang angeht. Ne? Weil am Ende ist es dein Unternehmen, womit du wieder Geld reinpumpst, damit das Unternehmen auch wachsen kann. Ne? Also wenn du das jetzt siehst, wie so ein, jetzt hart gesagt, wie ein Konzern, da können die Geschäftsführer auch nicht das ganze Cash aus dem Fenster raushauen. Mhm. So. Die können zwar auch sich gönnen, aber prozentual zu dem, was reinkommt, ist es nichts. Ne? So, deswegen. Was waren denn für dich die wichtigsten Faktoren, dass du jetzt an dem Punkt angekommen bist, wenn Leute das, sage ich mal, nachmachen wollen, die sind neu am Start und sind auch vielleicht noch ein bisschen am Struggeln oder haben ein paar Launches gemacht oder haben noch nicht gestartet. Ja. Und oder sind gerade in diesem Value of Despair oder so. Genau, genau. Was würdest du dir mitgeben, was würdest du sagen, war bei dir da sehr, sehr entscheidend vielleicht? Hilft es den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer auch nochmal? Ich würde sagen, nimm deinen Tag Zeit, schau dein Leben an. Wo bist du genervt? Was sind deine Pain Points? Ich finde immer dieses Wort noch cool, so, was sind deine generellen Pain Points? Generell im Leben, zum Beispiel so einen Chef haben oder Tag nicht einteilen können. Genau, oder so, ey, ich habe heute nichts gemacht. Wieso? Wieso hast du denn heute nichts gemacht? Schreib genau auf, mach ein Video drüber, keine Ahnung, mach etwas. Und dann musst du halt wirklich diszipliniert sagen, das entferne ich von meinem Leben, das entferne ich von meinem Leben, ob das jetzt eben Zocken ist, Handy, Instagram, also zum Beispiel ich hatte, das war nicht mein Problem, aber ich habe einfach von Anfang an gesagt, nee, Social Media lösche ich einfach alles, also Snapchat, alles. Sehr gut, ja. Weil
das bringt mir sozusagen nichts. Klar, den Kontakt zu den Menschen fehlt, aber... Dann holst du den in Real Life halt. Ja, erstens das. Das gibt's ja auch noch. Genau, erstens das. Und zweitens so, du musst etwas sacrificen. Das änderst, du wirst immer gleich bleiben, wenn du immer das Gleiche machst, ne? So, ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Einstein oder so, so, wenn du das Gleiche machst, immer und nicht zufrieden andere Ergebnisse bist, erwartest, bist du verrückt. Ja. So, ich glaube, das ist schon wichtig. Also wirklich analysier dein Leben und probier einfach alles, Distractions zu eliminaten. Ob das jetzt, eventuell sind das sogar deine Geschwister oder was auch immer, sag ihnen ganz nett, ey, ich probiere das aufzubauen, bitte stört mich nicht während der Arbeit, weil jede Micro-Distraction ist eine Distraction. So. Ja. Man kann es nicht kleinreden, ne? Und probier es ihn oder der Person, wo dich distracted, ob das jetzt die Freundin oder Freund ist, sag einfach denen so, bitte, ich probiere das, bitte versteht, dass ich das machen will, ne? Ja, ja, 100%, sehe ich genauso. Alright, was waren für dich jetzt so aus dem Coaching die Kernelemente, was du am meisten gelernt hast? Du hast gesagt, du hast alles gelernt, ja. Klar, aber was würdest du sagen, waren die Kernelemente jetzt auch fürs Wachstum, jetzt ist über Speed of Implementation alles geredet und umsetzen und auch besser werden, Qualität draufsetzen, was war da für dich das Wichtigste, sage ich mal, aus dem Coaching? Also klar, Creatives, ne? Creatives sind key. Desto mehr du nachballerst und gute, desto mehr Umsätze machst du. Ja. Also definitiv das. Und dass du eben nicht einfach stumpf umsetzt, sondern eher analysieren musst, was performt, wieso macht es besser. Ja. Und eben so zum Beispiel die Models auswechseln. Also wirklich das ganze Creative Game. Ich glaube, das ist der größte Hebel. Ja. Und einfach eben diese Power Hour, wo du auch sagst, das ist einfach diesen Deep Work, wie ich jetzt das schon oft jetzt im also die Time Management, Produktivität quasi so. Genau. Ja. Weil Power Hour ist etwas aus dem Training bei uns, im Coaching, wo du dann richtig stark in die Produktivität reingehst, in den Flow State reingehst. Ja. Und wie lange hast du das jetzt umgesetzt? Immer mal wieder? Die letzten Monate einfach oder schon länger? Seit 6 Monaten ungefähr. Okay. Und natürlich seit dieser Woche will ich es halt jetzt auf das nächste Level bringen. Ne? Mhm. So, ich bin, glaube ich, gut dabei, so mit Disziplin und so. Aber eben, man kann immer besser, man kann immer mehr. Ja. So, das ist das Mindset. Ne? Ja, sehr schön. Was würdest du als letzten Satz oder letzten Rat noch den Leuten da draußen mitgeben, die vielleicht schon, wie gesagt, noch komplett neu dabei sind, sich gerade erst mit Dropshipping beschäftigen? Funktioniert das Ganze, funktioniert das nicht? Was mit den Leuten, die noch länger keine Erfolge haben? Was würdest du dem Janis von früher da mitgeben, wenn er noch auf diesem State wäre? Die Distractions erstmal zu eliminieren, wie ich schon gesagt habe. Ja. Dir Zeit machen. Ja. Wirklich vorgeben, heute Abend mache ich das. Ja. Ich gehe nicht mit den Freunden raus, ich mache das. Leute, die dir halt nichts bringen oder eventuell dich runterziehen, distanziere dich von denen. Ja. Weil das ist halt ein Kopfspiel, ne? Also du probierst dein Leben so zu optimieren, dass du also performst, ne? Ja. Und wenn du immer im Hinterkopf jemand hast, der sagt, oh, das funktioniert nicht, oh, mach mal das eher, das lenkt halt einfach ab. Also wirklich Ablenkung, setz dich damit auseinander, was du eigentlich machst. Klaren Ziel, klare Struktur. Genau. Und dann Gas geben, Digga. Gas geben und eben analysieren. Ja. Und die Leute, die jetzt momentan eventuell so 40, 50 Produkte gelauncht haben, würde ich mal erstmal empfehlen, schau mal deine Launches an. Sind sie effektiv gut oder hast du die einfach so gemacht, dass du einen Launch gemacht hast? Das habe ich ja auch oft gemacht. Ja. Ich habe einfach Sachen gelauncht, ja, zum dir sagen, so, ey, übrigens, ich habe einen Launch gemacht, ne? Ja, ja. Und man soll sich nicht stressen lassen von anderen, wie andere Leute arbeiten, sondern eher schauen, wie du funktionierst. Eben Qualität über Quantität, ganz einfach. Und die Leute, die jetzt noch keine Erfolge haben, bleibt einfach dran, das wird kommen. Bei mir ist es jetzt auch länger gegangen, als ich eigentlich zuvor gedacht habe. Aber am Ende ist es eh egal. Ja, egal. Jetzt ist die Zeit und jetzt denkst du dir, hast du dich unnötig gestresst oder nicht? Ja, das auch, aber so im Sinne von, die Leute, die jetzt noch nicht Erfolge haben, eben, bleibt einfach weiterhin dran. Probiert euch zu verbessern, im Fokus schneller zu arbeiten, aber gleichzeitig die Qualität im Griff zu behalten. Und ja, eigentlich Arbeit ist key. Also alles andere ist einfach alles Nebensache. Also du musst einfach die Arbeit darin, wie sagt man dem, tun oder was auch immer. Und die schlaflosen Nächte lohnen sich. So, ja, zur Abschließung. Sehr schön. Gib Gas, ihr habt es gehört. Haut rein. Ciao.